Heyo Leute, was geht? Heute habe ich einen kleinen, dafür aber sehr lustigen Glitch für euch, mit dem euch absolut vor den Cops schützen könnt und ihr die Cops damit absolut dämlich aussehen lasst. Denn es gibt nämlich zwei verschiedene Locations, die ich euch in diesem Video zeige, wovor ihr euch vor den Cops in einer absolut idiotischen Art und Weise schützen könnt, beziehungsweise die Cops können euch nicht töten, ihr aber dafür sie. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Die erste Location könnt ihr in der Innenstadt finden. Diese liegt unter einer Autobahnbrücke genau auf dieser Stelle. Ihr macht jetzt erst einmal die Cops auf euch durch ein paar Sterne aufmerksam. Ihr springt einfach über den Metallzaun und jetzt habt ihr es auch schon geschafft. Die Cops werden euch sehen und anvisieren, aber sie werden einfach nicht schießen, was wirklich sehr merkwürdig ist. Und ich persönlich finde, das sieht wirklich sehr lustig aus. Ihr könnt somit ganz einfach die Cops trollen bzw. auch euer manuelles Schießen verbessern. Die zweite Location liegt nämlich auf der Hauptstraße im Norden des Zentrums. Dazu lauft ihr erst einmal ein bisschen nach Süden und das Ganze funktioniert wieder mit demselben Prinzip. Ihr springt einfach über den Metallzaun und da seid ihr auch automatisch vor Cops geschützt. Damit habt ihr auch die einmalige Möglichkeit, die Cops ganz aus der Nähe zu beobachten. Mehr kann dieser Glitch auch eigentlich nicht. Eure Freunde können euch selbstverständlich in diesem Käfig umbringen. Weshalb die Cops allerdings nicht schießen, ist mir immer noch unklar. Aber ich finde das Ganze recht unterhaltsam für einen Moment, weil es im Moment wirklich immer noch keine neuen Glitches gibt. Und die Frage bleibt natürlich, wie lange das mit GTA Online im Moment so weitergehen kann. Falls euch aber dieser Glitch trotzdem gefallen hat, würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr diesem Video trotzdem einen Like da lassen würdet. Und deshalb würde ich sagen, ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao.